Die kann man echt nicht sehen, ey. Da müsste man raten. Fall. Zack. Guck mal, jetzt sieht man was. Jetzt sieht man auch, dass der Ventil zu ist. Was hier passiert ist. Die Teile sehen schön sauber aus. Richtig gut. Ist ja auf jeden Fall was gebracht, ne? Genau, und heute gibt es ja dann die Walnussstrahl-Aktion. Da bin ich auch ganz gespannt drauf. Mal schauen, wie das wird. Aber guck mal, ey, was da für Dreck rausgekommen ist. Wahnsinn. Willkommen, meine Kfz-Fuzzi. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um einen Audi A6, der knapp 400.000 gelaufen ist. Bei dem letzten Video, wer das nicht gesehen hat, wir haben die Ansaugbrücke sauber gemacht. War sehr, sehr interessant hier. Das ganze Schmodder, was rausgekommen ist, was wir nur, also ich sag mal so oberflächlich abgekratzt haben. Und Rest ist noch hier drin gewesen. Und das haben wir sauber gemacht. Jetzt sieht es natürlich gut aus. Was heißt gut? Es sieht neuwertig aus. Aber das kann ich euch nur empfehlen. Das Ding steht seit 3 Tagen hier. Da ist immer noch Feuchtigkeit drin. Oh. Das heißt, wenn ihr sowas macht, safe ausblasen. Das würde ich euch auch empfehlen. Wo ist Ibo? Wo ist der? Weiß nicht, hat er schon Feierabend gemacht? Keine Ahnung. Was wir heute vorhaben, wenn die Ansaugbrücke verkokt ist, was haben wir dann auch? Guck mal, wie das hier aussieht. Es ist Wahnsinn. Guck dir das mal an. Die Ansaugkanäle. Einer schlimmer als der andere. Richtige Verkokung drauf. Das werden wir gleich auch mit der Kamera hier sehen. Jo, tu mir bitte einen Gefallen. Einmal ausblasen, ne? Von Gedore, die geilste Kamera auf der Welt. Also kann ich euch nur empfehlen. Es tut mir jetzt auch gleich weh, das hier reinzustecken, weil das dreckig wird. Der hat einen Autofokus hier. Licht machen wir auf. Jetzt siehst du erstmal. Guck dir das an. Guck dir das an. Oh mein Gott. Was ist das? Das ist Wahnsinn, ne? Oh mein Gott, was sich ablagert da drauf. Ja. Ne? Das ist, ja, das ist doch einer der Guten. Echt? Findest du? Ja, ja, guck dir jetzt gleich. Guck dir das an, guck dir die Ablagerung an, von oben bis unten. Ja, guck dir diese Ablagerung, was da drauf ist, Alter. So, da ist ein Ventil zum Beispiel offen. Ne? Ist offen? So, der ist offen. Ich habe mir so ein Gerät gegönnt. Das ist dein Walnussstrahldienst? Das ist mein Walnussstrahlgerät. Oh, Skimaske, geil. Alter, jetzt können wir mal Skifahren. Alter, wie geil ist das denn, ey? Boden. Noch ein Boden. Eine Skimaske. 2 Aufsätze, genau, für die Pistole. Das Geile bei dem ist, wir haben eine Druckluftfunktion, Alter. Ja. Das heißt, er strahlt das raus, also Granulat, was du halt reinmachst. Mhm. Und dann gleichzeitig saugt er das ab. Ah. Und das finde ich viel, viel besser. Alter, geil. Guck mal mit. Granulat, ein kleines Päckchen am Stil. Oh, 2 sogar! Hast du die Beschreibung nicht gelesen, als du bestellt hast? Nein, habe ich nicht. Ja, sieh mal. Warte mal, wo tun wir das denn jetzt rein? Guck mal, hier steht alles, ganz chinesisch. Hier rein. Ah, guck mal, siehst du? Turn on the switch, then start the car. Das habe ich gesucht. Ich dachte schon, hä, wie mache ich das? Hier hast du nochmal Aufsätze, Alter. Okay, ey, da ist ja alles dabei. Passt das genau? Lass mal gucken. Einer, ach, oh, guck mal. Ovale vielleicht hier. Guck mal, der ist auch. Guck, perfekt sogar. So, und dann können wir den auch hier hinnehmen. Also hier, das ist schon mal das, was wir brauchen. Dann haben wir das hier. Dann die Pistole. Also bisher, muss ich auch sagen, ist das ja alles ganz gut. Das machen wir hier rein. Gut. Okay. Druckluftanschluss hat er hier. Er hat den normalen Druckluftanschluss. Hier, seht ihr das? Anschluss. Ah, ich sehe schon, da ist schon Potenzial zum Pimpen da. So dickeren Querschnitt nimmt, ist das bestimmt. Kann man ja ausprobieren. Was aber sehr, sehr wichtig ist, was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, macht auf jeden Fall so einen Wasserabschneider rein. Okay, drauf. Okay. Ich höre auch nichts, ne? Ich auch nicht.
habe ich die Scheiße? Ach doch, habe ich angeschlossen, doch. Hey! Das funktioniert auch. Das in die Ansaugung. Das hier rein, Eidosch. So funktioniert das. Und dann gehst du tief rein und dann... Und direkt abziehen. Ja, wichtig ist, das habe ich vom Fahrrad gelernt, wenn ihr die ganze Zeit nur drauf drückt, dann ist euer Granulat sofort weg. Also immer so. Bisschen, bisschen. Das heißt, dann wieder rein, raus, so. Ey, das ist geil. Bis jetzt ist das okay, also wir müssen das ja in Action sehen. Einfach hier rein. Wie viel? Da kommen locker beide rein. Wenn du dann feine Ablagerungen hast, gehen die hier durch und dann kommst du wieder rein. Das heißt, du hast so einen Zyklus. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Ich habe das so gehört. Aber machst du beides rein? Ja, mach beides rein. Ist das nicht zu viel? Du weißt, viel hilft viel. Und dann machen wir den hier drauf. Der ist hier drauf. Und dann machen wir den hier, zack, drauf. Und dann, bam, dann bam. Sind die Ventile zu oder nicht? Ja. Das ist tatsächlich wichtig. Leute, ihr könnt viel kaputt machen. Wenn ihr das nicht seht und ihr habt den Ventil offen und ihr pumpt da alles rein und glaubt mir, ihr braucht nur einmal drücken, da kommt sehr viel raus. Euer Brennraum schön voll mit Walnuss, also könnt ihr Motorschaden riskieren. Boden? Der erste ist zu, der zweite ist zu, muss der dritte denn? Ist offen, der erste ist zu. Ist zu, so? Genau, und ein offener sieht so aus. Zeig mal. So sieht ein offener aus. Hier. Ah, okay, der Rand jetzt ist da richtig, durch. Ne? Und dann hat man den Salat. Genau, aufpassen, okay? So nicht auf jeden Fall. Okay, dann machen wir den an. Der zieht. Das war jetzt einfach mal ein paar Sekunden. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das jetzt innen aussieht. Hoho, guck mal, wie das Kamera, aussieht. Kamera, ich will jetzt die Kamera. Das ist schon krass. So, so kommt das dann raus. Wenn ich nach oben mache, ist nur Luft. Okay, und wie hast du es gemacht? Runter, dann kommt Granulat hast raus. Hast du es gemacht vorher? Ich mache das jetzt einmal ganz kurz für dich. Ganz kurz. Komm, guckst du. Okay, ich muss gedrückt dann, halten. Hast du es falsch gemacht? Ja. Musst du nochmal? Ich mach das nochmal, aber Eidosch, mach einen anderen Kopf drauf. Ja, weil du das ist nicht gut, du musst viereckig nehmen. Nicht viereckig, ich muss viel größer nehmen. Oder was Größeres? Viel, viel größer. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, ja. Erst mach ich Luft rein. Okay, jetzt mache ich Granulat rein. Hier siehst du das gleich auch. Okay, jetzt mache ich rein. Mal gucken, ob das reicht oder nicht. Wow. Wow, 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 Eidosch. Ja? Wow. Komm mal rein. Wow, sag ich dir. Komm mal rein, Herr. Also, das ist ja Wahnsinn. Guck mal, wie der schon sauber geworden ist, ne? Hier Eingang. Ja, klar. Und jetzt guck mal rein. Guck dir das an. Guck dir das an. Ja, das sind aber noch Rückbestandteile, ne? Ja, das ist ja normal. Einfach mehrere Gänge machen, damit das sich lockert und rauskommt. Ja, so ist es. Ah, alles klar. Und das gleiche Spiel nochmal.
Ventil ist super sauber, das ist Wahnsinn. Vorher-Nachher-Effekt. Achso, Licht an, fällt rein. Guck dir das an. Guck dir das an. Geh mal weiter runter. Wahnsinn, ne? Wie das ganze verkokelte Zeug weg ist. Ja. Das machen wir jetzt bei allen einzelnen Kanälen. Aber weißt du, was jetzt wichtig ist? Was denn? Wie sieht es jetzt hier drin aus? Ich sag jetzt nicht, wir hätten das saubere hier reinmachen müssen. Das geht ja nicht. Benutzt das immer wieder oder was? Achso, dass er die gar nicht aussondert, die dreckigen. Sind da jetzt dreckige drin? Ja. Ich muss sagen, ich habe so langsam Spaß dran gefunden. So, einfach mal zum Vergleich nochmal hier. Ganz schwarz sieht der schon. Innen drin ist am Leuchten. Ja, ich weiß nicht, ob du das jetzt richtig siehst. Ja. Und dann hier ganz schwarz. Wie das sieht hier. Wahnsinn. Wahnsinn. Das Ding ist geil. Einfach simpel. Ihr müsst echt nur das Ganze so ein bisschen verstehen, wie er das so hin und her macht. Achso, ich habe die Brille da oben. Ich suche die ganze Zeit die Brille, Alter. Die letzte müsste auf sein, das siehst du gar nicht. Für den ist das so, die eine Seite guckt nach unten und die andere Seite leider nicht. Die geht so. Oh. Da kannst du nicht richtig schauen. Das heißt, auf jeden Fall mit der Kamera reinschauen. Bevor wir volles Rohr in ein offenes Ventil reinschießen, dann haben wir ein Problem. Dieser Zylinder ist schlimm. Okay, Ibo, siehst du da was? Nee, kann man echt nicht sehen, ey. Da müsste man raten. Ach nee, also der müsste zu sein. Weißt du, was das Geile ist? Du kannst auch merken, ob ein Ventil zu oder auf ist. Ne? Du machst bei einem zu ein Ventil drauf, dann siehst du, wie er sich zusammendrückt. Mhm. Bei dem offenen drückt er sich nicht zusammen. Okay. Also, testen wir so. So, so muss das sein. Okay. Genau. Guck mal, hier merkst du das zum Beispiel. So. Merkst du das? Und hier zum Beispiel ist auf. So, merkst du das? Hier, genau. Kannst loslassen. Und jetzt. Vorsicht. Du hast ja gesehen, hat nicht lange gedauert. Ja. Jetzt gucken wir uns die Seite an. Alter, wie Tag und Nacht. Stelle, das ist du? Die dreckigste Stelle. Also das ist ja, weiß ich nicht, ob das der fünfte Zylinder ist. Das ist auf jetzt, jeden Fall. Zack. Guck mal, jetzt sieht man was. Jetzt sieht man auch, dass der Ventil zu ist. Ja, ne? War zwar knapp, aber es ist zu. Es ist zu. Man kann sich echt Zeit lassen und das Ganze richtig, richtig gut machen. Geil, ist so, ehrlich. Wir machen jetzt die Seite und dann sehen wir uns, wenn wir alles die Seite klar, machen. Bis gleich dann. Aber David, guck dir das an, komm. Guck mal, warte, bevor du die guten ansiehst. So sahen die alle aus. Ah, der sieht sogar gut aus. Oh, ja. Hast du das schon sauber gemacht? Die habe ich sauber. Das hättest du später sehen müssen. Wo sieht man noch? Aber guck doch mal, wie das aussieht. Das ja, ist schön. So krass. Guck mal, wenn du Platz hast, ne, Aidosch? Ja. Damit zu arbeiten, Traum. Okay. Wie schön. Ein Traum. Aber das sieht gar nicht mal so schlecht aus, ja? Ey. Das Ding hast du den auch sauber gemacht hier? Ja, natürlich. Ey, Abel, die sahen alle so aus. Ganz schwarz. Schön. Ey, kannst du ja meinen machen, ne, wenn du fertig bist, ne? Jonas, ja, guck mal den an jetzt. Guck mal bitte den an. Oh, Jonas hat jetzt neuen Spielzeug. Ich finde, Jonas, Staubsauger an? Ja, Staubsauger bitte. Guck mal, der macht jetzt nur Luft. Machen wir runter. Und achte jetzt hier. Jetzt kriegt er. Ah, das ist das Geile. Du hast jetzt gesehen, wie lange ich dafür gebraucht habe? Ich keine Minute. Und wie sieht das aus? Schon sauber. Wahnsinn. Ja, echt. Also lohnt sich sowas, definitiv. Ja, klar. Ja. Das Ding ist geil. Also ich kann das unten verlinken. Für die Werkstatt. Licht.
Also wenn ihr irgendwann mit dem Gedanken spielt, sowas zu holen, also ehrlich, kann ich euch nur empfehlen. Blind. Ich finde das geil. Und ganz zum Schluss schauen wir uns an. Du weißt, wir haben nur diese zwei Tüten reingemacht, Aldosch. Ja. Mehr noch nicht. Richtig. Wir müssen die jetzt ganze Zeit hier drehen. Ne? Und dann natürlich aufpassen beim Drehen. Weil wir diesen Spezialwerkzeug nicht haben. Ja. Aha. Das ist das, was wir jetzt verbraucht haben, oder kommt das wieder rein? Und da drunter kommt der dann rein oder so. Ich verstehe das Ganze. Also der siebt das durch? Ja, ich glaube, hier drunter ist noch ein Sieb. Ne? Und das nimmt er dann wieder auf. Also Grunde genommen recycelt er das ganze Zeit. Also wir haben das jetzt alles fertig gemacht, ohne Probleme. Also sind wir jetzt fertig komplett? Wir sind fertig, ja. Komplett? Warum war das so schnell, oder was? Das ging mir jetzt echt ein bisschen schnell, die andere Seite. Guck dir das an. Wow. Das an. Das sieht super aus. Dreckig, ja. Ne? Wahnsinn. Ich finde, es ist gelungen. Das Teil macht, was es soll, ne? Das ist das Wichtigste. Wow. Ansaugbrücke, wir haben jetzt die Kanäle sauber gemacht. Und jetzt bin ich mal ganz zum Schluss gespannt, ob wir dadurch mehr Leistung haben werden. Bei Mitdir wird das auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und Mitdir hat sich auch die Software angeschaut, ne? Und? Das wird auch noch interessant. Das wird er auch noch erzählen. Ja. Hä? Kannst du mein Auto machen? Aber ich bin es nicht. Ich höre ganz schlecht. Ich stell ganz schlecht. Die Saugen hat mich so ein bisschen schwerhörig gemacht. Macht nichts. Ich stelle das jetzt hin. Noch ein Ich stelle das morgen hin. Einer hat gestanden. Ich hab nichts verstanden. Bin ich da toll jetzt? Ja, ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint. Ob das was bringt oder nicht. Ob ihr das auch sinnvoll findet. Mal so. Das ist sinnvoll. Ja, natürlich. Ich finde es auch sinnvoll. Ja, siehst du? Das bringt auch was. Das werden wir schwarz auf weiß sehen. Weniger Verbrauch, etwas mehr PS. Denke ich mir mal, weil du hast ja bessere Luftverwirbelung jetzt da drin, ne? Ja, bessere Luftzufuhr vorne. Auf jeden Fall. Meine Fragen sind beantwortet. Also, du stellst ganz schön viele Fragen, ne? Ja, das interessiert mich halt. Mach doch eine Ausbildung über Kfz. Ja, will ich ja, aber weiß nicht. Ich glaube, dafür bin ich zu alt. Auf jeden Fall, die Fragen hat sie ja schon mal drauf. Echt, ey, die Fragen hat sie ja wirklich drauf, ey. Ja. Bevor wir Feierabend machen, nochmal Papier reinschopfen auch und Bremsflüssigkeit rein. Auf die Glühkerzen, das habe ich ja von dir immer, weißt du? Ja. Das ist das beste Auslöser. Ist es auch. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr liked. Und denkt dran, wir werden noch die Glühkerzen rausholen. Und die Düsen. Einspritzdüsen. Wird auch sehr interessant. Und da kommt der liebe Robert. So, Dankeschön. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kraft 240. Bis dann. Haut rein. Ciao. Aldosch. Ja. Und bist du mir befriedigt? Ja. Geht's dir besser? Ja, ich weiß jetzt so viel mehr.